Was haben wir diesmal gekriegt? Du hast ein Schlossteil gefunden. Juhu. Also das Schlossteil darf ich hier reinschmeißen, glaube ich, in das Undock-System. Und jetzt ist wohl meine Aufgabe, die Muschel dahinter zu kriegen, dreimal. Und ich darf die Dinger nur hoch und runter fahren. Ist das irgendwie die Sache, ne? Na, das geht ja gut los. Ja. Wie macht man das denn am besten? Ach, den müssen wir erstmal ganz rausholen. So. Nummer 1 haben wir geschafft. Das ist ja hier unten, ist fast wie Flipper. Heißt das Flipper? Pinball? Ich weiß gar nicht mehr, wie es in Deutsch heißt. Ich glaube, das heißt Flipper. Ganz nach oben. Das unten einparken wahrscheinlich. Holen wir uns das ganz rüber. Eigentlich müssen wir die da oben wegkriegen, was nicht so einfach ist. Ach, was viel einfacher ist als gedacht. Ja, ja, ich weiß, total blind nur heute. Nee, nee, total blind immer. Das ist nicht nur heute so. So, da wird es jetzt schon kniffliger. Der ist hier nämlich mit einem, das ist ein Dreifach-Dings. Und hier oben haben wir zwei nervige Doppelheimis. Und der hier lässt sich ja fast nicht wegbewegen. Das ist, den kann ich ganz nach oben schicken. Dann kann ich den hier rüberholen, den wieder runter. Aber bringt mich das schon irgendwie wohin? Eigentlich nicht. Ich darf die ja nicht links und rechts verschieben. Ich darf den ja nur geradeaus, das heißt, ich muss ihm eigentlich nur irgendwie den Dings da vorbei holen. Hier vielleicht so. Bringt mir auch gar nichts. Doch. Ich kann die mal aufräumen, den ganz wegholen. Hat mir das irgendwas gebracht? Muss ich den Eumel da unten vielleicht wegholen? Ja, natürlich. Muss den ja wegholen. Da muss ja auf den Dreier kommen. Ihr vereimert mich hier wohl. Ihr denkt wohl hier, dass ich hier irgendwie auf alles reinfalle, was ihr mit mir macht, ne? Wahrscheinlich. Wahrscheinlich denken die das genau. Genau das denken die. Kann es auch nicht sein. Ich bin gerade ein bisschen verwirrt bei dem, ne? Da muss man keine Kugel bewegen, sondern eine Maus. Okay. Was ich hier ein bisschen nervig finde, ist, dass die Kugel zwei... die braucht nicht nur einen Platz, die braucht zwei Plätze hier, ne? Die ist also genauso groß wie sowas in liegend. Das ist ein bisschen blöd. Was könnte ich denn hier machen? Ich kann das Teil ganz rüber schicken. Bringt mir aktuell nichts. Ich kann die ja nur links und rechts bewegen. Und ich kann das hier ganz hoch schicken. Bringt mir auch nichts. Ich muss sie da unten reinkriegen. Und dafür muss ich das Teil noch um eins versetzen. Ich setze das hier gerade am Ende nochmal auf den Anfang. Ich muss, glaube ich, irgendwie anders rangehen, glaube ich. Glaube ich zumindest. Kann sogar sein, dass wir erstmal ganz in die Ecke müssen. Eigentlich muss der hier ganz weg, dafür muss der hier weg. Und das schaffe ich gerade nicht. Ich kann natürlich den hier wieder eingraben da unten, einparken, aber auch das macht aktuell keinen Sinn. Ich kann den nach oben holen, aber dann sind wir hier komplett geblockt. Und der hier hat halt immer noch Probleme, weil der hier halt darüber muss, damit ich den überhaupt verschieben kann. Selbst ganz nach oben macht der ja halt keinen Sinn, weil er diesen Bereich hier nicht freigibt. Also muss ich den da irgendwie rausholen da unten, aber ich weiß nicht wie. Also pass auf. Du musst zur Seite, damit du ganz hoch kannst, damit du dahin kannst, damit du trotzdem nirgends hin kannst. Bringt mich nicht weiter. Ich kann ja den Eumel hier nicht bewegen. Ich setz nochmal zurück.
Ja, ich weiß, ich könnte es überspringen, das will ich aber nicht. Ich will es weder überspringen noch lösen. Und ich kann die ja nicht zur Seite schieben. Die blöden Äumel. Und ich komme hier mit der dummen Maus nicht hin und die blockiert mir gerade alles. Also ich sehe der Ball hier. Jetzt hattet ihr von der Maus gesprochen, jetzt denke ich auch an eine Maus. Ich soll dir mal die Maus reichen. Hallo, relax. So, ich kann auch den Eumel hier rausholen, aber das hilft mir nicht weiter, den hier rauszukriegen. Ich darf die ja nicht seitlich bewegen. Das ist einfach dumm, dass ich den nicht einfach rüberziehen kann. Setz die Kugeln das Schloss ein, indem du sie und die Kacheln bewegst. Das ist natürlich super hilfreich. Das bringt mich auf keinen grünen Zweig. Ich setze nochmal zurück. Also, pass auf. Wir haben das hier, was wir aktuell bewegen können, das hier können wir am Anfang bewegen und das hier können wir bewegen und das darf von links nach rechts und das war's. Mehr bewegt sich am Anfang ja nicht. Wenn ich jetzt einfach mal das Mikro ausmache und eine Runde was esse und dabei den Bildschirm anstarre, fällt dann irgendjemand eine Lösung ein? Ich weiß gerade nicht. Ich beiß jetzt hier gleich in so ein Stückchen. Ui, die sind noch schön warm. Meine Stimme verlässt mich gerade. Ich beiß gleich in so ein Stückchen Chicken irgendwas rein. Mit so einer Chili-Soße. Und wenn ich danach gar nicht mehr sprechen kann, dann ist die Chili-Soße dran schuld. Die Kugel soll da drüben hin, wo hier so ein Loch ist. Problem ist, also die Kugel muss einfach hier entlang, diesen Mittelstrich. Problem ist, die Teile können sich, wenn die senkrecht sind, können die nur senkrecht. Ich kann das Ding nicht waagrecht rüberziehen. Ich kann nur die Sachen, die so liegen, die waagrecht liegen, die können sich waagrecht bewegen. Und die senkrecht sind, die können sich senkrecht bewegen. Das heißt, der hier kann nach oben, aber ich kann den hier nicht verschieben. Und ich kann dir jetzt schon sagen, wo der Haken an der ganzen Sache ist. Dieses Ding hier, was 3 hoch ist, das kann man das hier so weit frei machen, dass man dieses Ding hier darüber schiebt, dann kann der bis ganz nach oben rutschen, bringt aber nichts, der blockt hier trotzdem das. Nee, das hat noch nicht gekranscht, das war bis jetzt nur so Alupapier, in denen die das eingewickelt hatten. Und dieses Ding hier muss also ganz nach unten, das heißt, der hier muss weg und an dem hängt's, den kriegt man nicht weg, weil der hier alles blockiert, der Eumel da. Also entweder blockiert der Eumel oder die dumme Maus, also diese Kugel hier, weil die Kugel braucht 2. Also ich kann es nochmal zurücksetzen, so sieht es am Anfang aus.
Pero Manana heißt aber morgen. Hi Game Life, ich meine Sui, ich lasse gerade hier den Chat das Rätsel lösen, weil ich gerade was mampf. Hehe. Boah, war das Zeug lecker. Boah, war das Zeug lecker. Oh, wie fies. So, jetzt probiere ich das mal, was Nork da geschrieben hatte, weil Cosi meinte ja gerade, dass er vergessen hat, dass die... Ich denke mal, dass das er ist. Vielleicht ist das ja auch sie. Ich weiß nicht genau. Entschuldigung, Cosi. Dass die Kugel zwei Felder zählt. Also, ich probiere das mal. Hoho, ist das noch scharf. Das war so eine Chili-Soße. Boah, war das lecker. Ich muss gleich nochmal löschen mit irgendwas zu trinken. Also, Sushi gab es heute keine, heute gab es Chili mit, was waren das, Hühnchen, irgendwie panierte Hühnchenstückchen in Chili, aber sowas von gut. Erstmal die beiden rechts nach unten. Ah, nach unten, okay, so. Dann den waagrechten Dreier oben ganz nach rechts. Geil, aber nicht. So geht's nicht. Weil jetzt kann ich ja nichts mehr bewegen. Entschuldigung, Frau Mankton, ich wollte nicht hungrig machen. Achso, du meinst die. Ja, wie? Warte kurz. Wie willst du die denn runterkriegen? Einen kriege ich, aber den anderen kriege ich da nicht mehr weg. Ich kann ja nur nach oben und nach unten. Ich kann den nicht zur Seite schieben. Das ist das. Der ist hier blockiert. Und der ist ja nur so breit. Ich kann so machen noch. Ich kann den nach oben holen. Und den ganz nach runter. Vielleicht hilft das irgendwie. Jetzt kann die Kugel schon mal weg. Weißt du, er meint den waagrechten.
Ja, der war gleich so ganz rüber. So, ne? Den waagrechten da oben, oder? Aber anders kriege ich den noch nicht runter. Ich muss den doch erst rüberschieben. Dazu muss ich die doch alle verschieben. Deswegen ist das doch räumelig hier bei dem Spiel. Ich sehe das sonst nicht. Die Kugel muss ja weg, sonst kann da ja nichts runter. Also. Ich kann nochmal zurücksetzen. Er meint welchen? Er meint den waagrechten hier oben, oder? Oder nicht? Also erstmal die beiden rechts nach unten. Damit meint er die hier. Entschuldigung, ich habe im Chat markiert. Das ist natürlich Schwachsinn. Die beiden rechts nach unten. Dann den waagrechten Dreier oben ganz nach rechts. Dann kannst du den senkrechten Dreier ganz nach oben. Und dann... Und den waagrechten Dreier unten ganz nach links. Ja, da so weit war ich gerade eben schon, aber dann habe ich es nochmal umgebaut. Glaube ich zumindest. Danach dann der senkrechte Zweier nach oben geschoben und der waagrechte Zweier ganz unten nach ganz rechts. Ich habe seine Anleitung nicht umgesetzt. Ja, die gleichen Denkfehler hatte Cosi leider auch schon. Die Kugel ist leider zwei breit, das ist halt das Problem, ne? Die blockiert hier ziemlich viel. Ja, er hat halt geschrieben, ich soll ihn nach unten packen, aber ich kann ihn aktuell nicht nach unten packen. Ist ja das, was doof ist. Ich meine, anders kriege ich den da aktuell nicht... anders kriege ich die komischen Sachen hier aktuell nicht weg und runter und rüber und rauf. So, jetzt soll der hier ganz nach oben. Das hat er gesagt. So, jetzt die dumme Kugel ist aber zwei breit. Ich kann den auch ganz runterholen. Problem ist aber jetzt, kriege ich hier nichts mehr raus. Und ich kriege den hier nicht mehr raus und nicht mehr hoch und nicht runter. Und die Kugel kann nur von links nach rechts gehen. Die kann jetzt wieder ganz zurück, aber das bringt nichts. Und das bringt auch nichts, weil eigentlich wollen wir den da unten rauskriegen. Der muss weg. Der dumme Eumel. Und dieses Hin- und Hergerutsche bringt uns überhaupt nichts. Und ist total nervig. Weil der ja schon alles blockiert hier. Ich kann hier noch hin. Jetzt kann ich den hier... Ah, warte, jetzt kann ich den hier rausholen. Jetzt blockiert die Kugel aber immer noch leider alles. Und jetzt kann ich hier nochmal hoch vielleicht. Die Kugel nochmal anders einparken. Den soll dann ganz nach oben. Nee, es bringt auch nichts. Ich muss an dem hier vorbei, aber da komme ich nicht vorbei. Bringt nix, bringt nix. Kann ja nichts hin und her schieben. Mensch, die Kugel blockiert echt alles. Diese blöde Kugel. Also ein Bug in dem Spiel würde mich ja nicht überraschen. Es wäre nicht der erste Bug, den wir in einem Dracula-Spiel von diesen Machern finden würden. Aber bis jetzt hatten wir in diesem Spiel noch keinen Bug. Wir hatten nur in Dracula Origin ein paar schlechte programmierte Dinger, schlecht programmierte Teile und ein paar Bugs. Also sowohl als auch hatten wir da Bugs, die uns über 2 Stunden Spielzeit gekostet haben. Ach, was sage ich? Über 4 Stunden wahrscheinlich sogar. Ich sehe nicht so ganz, ich darf ja hier nicht nach oben schieben und ich darf nicht nach links und nach rechts, ich darf gar nichts machen. Ich weiß genau, was ich machen muss, ich muss diesen Eumel wegkriegen, noch eins darüber, aber der hier kann sich ja nicht bewegen, weil der doch viel zu breit ist. Ich verstehe das nicht, was die da von mir wollen. Wenn ich den jetzt noch eins runterschieben könnte, wäre es ja kein Problem, dann könnte ich den nach oben holen, hier so. Aber es hilft mir jetzt gerade nicht weiter, weil ich ja jetzt schon wieder den hier nicht bewegen kann.
kann den nicht weit genug wegschieben hier, weil der hier im Weg ist. Ach, das war ein ganz toller Bug. Das war ein Bug in genau so einem Rätsel, das ein bisschen anders war. Da mussten wir ein Blatt Papier auf einen Text legen, beziehungsweise ein Blatt Papier auf ein Relief legen. Und durch das Relief, da waren irgendwelche Erhebungen, mussten wir Löcher in das Blatt machen. Dann mussten wir mit dem Blatt, das wir hatten, mit den Löchern drin, auf eine zweite Metallplatte gehen. Die hatte auch Text drauf und so Erhebungen und mussten da in dem Text Buchstaben uns rausschreiben. Und dann mussten wir ein neues Blatt Papier nehmen, was noch keine Löcher hatte, und auf diese zweite Platte, bei der wir gerade die Buchstaben abgeschrieben hatten, auch diese Löcher reinmachen durch die Erhebungen und mit diesem zweiten Blatt zurück zur ersten Platte gehen und da auch die Löcher auf den Text legen und wieder Buchstaben abschreiben. Und das muss man alles genau in der richtigen Reihenfolge machen und an der richtigen Stelle mit der Maus auf das Blatt Papier klicken, was da schon drauf liegt, damit die Buchstaben, die man da sieht, in ein Tagebuch übertragen werden. Und erst wenn die Buchstaben in das Tagebuch übertragen worden sind und dann ich soll das mal so lassen, wie es jetzt ist. Okay, ich bewege es nicht mehr. Und man die Buchstaben dann und von Helsing dann kapiert hat, dass die Buchstaben irgendwie was Wichtiges sind, dann darf man das Rätsel erst an dem Rätsel erst rumdrehen. Denn was wir gemacht hatten, ist, ich hatte mir die Buchstaben auf Blatt Papier aufgeschrieben, weil wir sie ja durch diese Löcher schon gesehen hatten. Ich habe schon angefangen, die Rätsellösung einzugeben, weil wir schon an so Zahlenrädchen rumdrehen konnten und da irgendwie diese Buchstaben schon eingeben konnten. Und dieses blöde Rätsel hat einfach nicht ausgelöst, obwohl wir es gelöst hatten. Und wir haben echt 2 Stunden an dem Ding rumgespielt. Haben dann endlich rausgekriegt, dass wir irgendwo da draufklicken müssen, damit er die Einträge macht. Im Tagebuch, dann hatte er alle Einträge und er hat das blöde Rätsel trotzdem nicht ausgelöst. Und wir mussten echt über 2 Stunden zurückgehen und das nochmal bis dahin spielen. Also, ich glaube, ich hab's. Von den Zweiern ganz rechts den linken nach unten schieben. Dann kannst du die Kugel nach rechts schieben. Aber nur so weit, weiter nicht. Und den waagrechten Dreier schieb ich dann darüber oder den oben darüber, das weiß ich nicht genau. Ich schiebe wieder zurück. Welchen waagrechten, Mitte oder oben? Am Ende war das Problem in diesem blöden Rätsel bei Dracula Origin, dass die uns die Möglichkeit gegeben haben, an diesen Rädchen schon rumzustellen, bevor das Rätsel für das Spiel eigentlich ausgelöst werden sollte. Also totaler Schwachsinn. Du kannst die Kugel nach rechts schieben und den waagrechten Dreier, den mittleren. Okay, schieb nach mittleren. Jetzt kannst du den linken senkrechten Zweier in der unteren Reihe ganz nach oben. Den da hier. Ach, da war er noch nie da oben. Glaube ich zumindest. Aha. Wahrscheinlich nicht. Ich stelle es wieder zurück. Ich habe nichts angefasst. Bin gespannt. Was jetzt darf ich übernehmen, aber ich glaube, sowas hatten wir schon mal ausprobiert und da bin ich eben hier nicht sicher, wie ich jetzt an dem Eumel hier vorbeikomme, weil den... Ach so, es reicht ja schon so weit, oder? Nee, es reicht eben nicht so weit. Weil eigentlich, es sei denn, ich muss den ganz rüberkriegen. Ich glaube, das reicht. Dankeschön. Perfekt. Perfekt, 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 perfekt. Genau, das alte Spiel hat nicht verziehen, wenn man im Vorfeld schlauer ist. Also wenn man nicht genau dem Skript des Programmierers folgt. Und wenn man nicht genau das auslöst, was vom Programmierer erwartet wird oder irgendwie sowas.
Das war ein bisschen doof im alten Spiel. So, wir haben es geschafft. Vielen, 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 vielen Dank, Nork. Das hätte ich allein irgendwie nicht hingekriegt. War ich zu doof für. So, hat man ja gesehen. Was kann man jetzt machen? Dafür durfte ich dann währenddessen essen.